Hallo und moin zu einem neuen Video. Heute geht es um Spiele für kleine Kinder ab ungefähr 18 Monaten. Ich stelle euch heute mal zwei Stück vor. Sie sind beide von der Firma Ravensburger, was Zufall ist. Künftig werde ich euch hoffentlich auch noch mal andere vorstellen, aber ehrlich gesagt, wir haben gar nicht mehr. Also das sind die einzigen Spiele, die wir zu Hause haben, an richtigen Spielen. Knete und sowas ist natürlich eine andere Geschichte, aber ja, das sind halt die Spiele, die wir haben. Und die stelle ich heute mal vor. Und das sind ein Angelspiel ab 2 Jahren, ausgeschrieben ab 2 Jahren, und ein Klassiker, glaube ich, Colorino, ab 18 Monaten geeignet. Bis, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall für ältere Kinder. Also länger geeignet, aber dazu kommen wir ja gleich. Eins nach dem anderen. Wir fangen mal mit dem Angelspiel an. Ich zeige euch mal kurz, wie das Ganze aufgebaut wird. Zack. Das Unterteil vom Karton. Hat total hübsche Bildchen hier. Außenrum eine Unterwasserwelt. Was bei uns natürlich echt mal wieder passend ist. Denn das Kinderzimmer, die Kajüte des kleinen Matrosen, ist ja ähnlich aufgebaut. Dann sind da drin, Moment, dann gibt es einen Boden. Das ist quasi die Unterwasserwelt, ja, am Boden des Meeres. Kommt in die Schale, zack. Und dann gibt es zwei solche Klappkarten. Da seht ihr schon, die untere Hälfte ist nicht bedruckt und die obere ja. Die werden, Moment, so in den Karton reingesteckt. Ups. Und schon hat man eine kleine, feine Unterwasserwelt. Dazu gibt es aus Stoff verschiedene Fische. Ich weiß nicht, Filzstoff oder sowas ist das. Ja, verschiedene Fische, Seestern, Seepferdchen, nochmal Fische. Und dann gibt es 3-mal quasi Müll. Eine Flasche, ein Schuh und ein Reifen. Dazu gleich mehr. Und es gibt die Angel, auch aus Stoff. Das heißt, hier vorne ist so ein Klettband dran und damit kann man dann einfach mal reinhalten, zack, und angeln. So funktioniert das Angelspiel. Zumindest ist es eine Möglichkeit, was man damit machen kann. Es gibt nur eine Angel. Man kann das kleine Kind damit durchaus alleine lassen, ja? Kann sich damit eigentlich nicht wehtun. Es ist ziemlich fest alles, die Pappseiten sind relativ dick. Und diese Stoffsachen, die fliegen halt auch durch die Gegend, ja, aber zum Verschlucken zu groß. Und ja, kann man also damit auch mal alleine sich ein bisschen beschäftigen lassen. Es gibt eine Anleitung zu dem Spiel, wie man tatsächlich, wenn die Kinder ein bisschen älter werden, ein richtiges Spiel draus machen kann, indem man zum Beispiel, das Seepferdchen ist nämlich nur einmal vorhanden, derjenige, der das besondere Seepferdchen angelt, darf sich dann halt irgendwas nehmen aus der Mitte, was da zur Verfügung gestellt wird, oder derjenige, der den Müll angelt, muss halt was Lustiges tun oder was Doofes. So kann man das Spiel dann ja kreativ aufbauen, so wie man selber möchte. Ein paar Ideen sind beigefügt von der Firma. Insofern, ich habe die Preise jetzt gar nicht im Kopf. Ich glaube, das Spiel hier liegt auf jeden Fall unter 15 Euro. Ich kann nachher nochmal nachgucken und verlinke die Spiele unten in der Videobeschreibung. Ja, das war auch schon das Angelspiel. Mein erstes Angelspiel. Mit Stoffangel, flauschigen Unterwasserbewohnern ab 24 Monaten. Mein Sohn hat es seit einem Monat ungefähr, also 1 Jahr, 8 Monate alt war er da. Kann sich damit natürlich schon beschäftigen. Also man kann das Ganze auch ein bisschen eher verschenken, nicht unbedingt zum 2. Geburtstag. So, ist auf jeden Fall nett und auch hübsch anzusehen, ne? Jetzt kommen wir mal zum Colorino. Ich glaube, dass das schon relativ bekannt ist. Das Angelspiel ist erst seit einem Jahr auf dem Markt. Das Colorino weiß ich jetzt gar nicht. Aber mir ist irgendwie so, dass es das schon länger gibt. So, ich zeige euch jetzt mal kurz. Es gibt... Oh, da
mal scharf stellen. Drei verschiedene Tafeln. Da ist so eine Ausbuchtung drin. Und dazu gibt es Plastiktafeln. Die kommen da rein. Das wäre jetzt die Version für die ganz Kleinen, die quasi nur mit einer Tafel anfangen wollen. Dazu gibt es kleine Täfelchen, einfarbig. In der leichtesten Variante eben noch einfarbig. Zum Beispiel die grüne Birne, drunter gesteckt. Dann kommt dieses Plastikteil oben drauf. Und jetzt kann das Kind überall da, wo grüne Punkte hinterlegt sind, hier gibt es nämlich diese Klicks, kann es grüne Sachen draufstecken. So, das Ganze ist ausgeschrieben ja ab 18 Monaten. Hier muss ich mal sagen, unser Sohn arbeitet nicht nach den Farben. Er klickt wild drauf los und wir lassen ihn auch. Mein Gott, Kinder können ja auch kreativ sein. Und insofern lassen wir häufig diese Teile einfach weg und lassen ihn drauf rumklicken, wie er will. Und dann kommt halt sowas dabei raus. Aber ist ja auch egal. Es übt auf jeden Fall die Feinmotorik und ja auch die Farben. Das Ganze kann man nachher steigern, wenn die Kinder das gut umsetzen können und mit diesen einfarbigen Sachen ja, gelangweilt sind. Dann ist die Steigerung, das Ganze doppelt zu setzen mit zwei Fenstern. Und hier wird es dann auch schon etwas schwieriger, etwas farbiger, ne, wo mehr Farben ins Spiel kommen, mehr Motive. Und die höchste Variante ist dann das Viererbrett. Da passen dann vier von diesen Klick-Sachen untereinander oder nebeneinander rein. Und dazu passend gibt es dann natürlich nochmal als Steigerung noch buntere Motive, zum Beispiel. Und wenn die Kinder auch das gut können, sie sind immer doppelseitig bedruckt übrigens, wenn die Kinder das auch gut können, dann kann man das Ganze irgendwann noch richtig steigern hier, indem das auch noch losgeht mit Farben und Zahlen. So. Das ganze Spiel ist also durchaus über Jahre zu benutzen und nicht nur für Kleinkinder und dann weg, sondern hier hat man ein richtig solides Spiel für viele Jahre, mit dem man die Kleinen auch durchaus mal alleine lassen kann. Also natürlich muss man hier ein bisschen gucken, wie groß sind die so? Ja, so wie etwas größer als ein 2-Euro-Stück, würde ich sagen. Natürlich passen die noch in den Mund, aber ein bisschen aufpassen kann man ja dabei. Hier macht er das zum Beispiel am Esstisch, wenn ich daneben sitze und irgendwie mal was anderes mache. Oder wir machen es natürlich auch mal zusammen. Ja, das waren die beiden Spiele von Ravensburger. Ratzfatz, schnell erklärt. Und ich hoffe, es war mal wieder eine kleine Anregung für euch. Weitere Videos folgen und dann mal gucken, was ich euch als nächstes vorstelle. Und die Verlinkung der Spiele unten in der Beschreibung. Viel Spaß! Viel Spaß! Tschüss!